Das ist jetzt das sogenannte Sessel Shiatsu, was ich da mache. Da konzentriere ich mich hauptsächlich in der Form, so wie das da ist, auf Kopf, Nacken, Rücken, Schulterbereich und die gesamte Wirbelsäule. Das heißt Halswirbelsäule, Brust- und Lendenwirbelsäule. Und das Becken wird auch noch ganz intensiv mit einbezogen. Das ist eine ganz tolle Variante auch für einen Arbeitsplatz. Viele Unternehmen nutzen das irrsinnig gern für die Mitarbeiter. Da wird dann die Behandlung direkt am Arbeitsplatz angeboten für 30 Minuten. Und jeder Mitarbeiter, der Lust hat, kann dann einmal im Monat direkt am Arbeitsplatz vor Ort diese Behandlung in Anspruch nehmen. Ist irrsinnig wertvoll, wenn man den ganzen Tag sitzt, wenn man sehr belastet ist. Bürojobs oder Schichtarbeit, sonstiges, ist das recht fein, um einfach dem Arbeitsalltag ein bisschen entgegenzutreten. Es lockert auf, es mobilisiert den Körper und es wird natürlich der gesamte Energiefluss wieder hergestellt, wieder ins Gleichgewicht gebracht, sodass Beschwerden, Blockaden eben in diesen speziellen Bereichen, wie wir es da am Sessel jetzt da behandeln, sich lösen bzw. mit regelmäßigen Behandlungen durchaus auch nach einiger Zeit sogar ganz verschwinden. Und das ist auch das Schöne beim Shiatsu, dass das wirklich eine Therapieform ist mit Nachhaltigkeit. Das heißt, irgendwann sollte das Ziel der Geschichte sein, dass der Klient das Shiatsu nur mehr machen möchte, weil er es will und nicht mehr, weil er es braucht. Es wird eben mit Druck, Daumendruck, Handballendruck, in dem Fall auch für meinen Ellbogen gemacht. Und zwar wird auf den Meridianen gearbeitet, auf den Energiebahnen, die wir im Körper haben. Und in diesen Energiebahnen finden sich halt immer wieder diese Staus, wo einfach in den jeweiligen Bahnen der Fluss nicht da ist, nicht hergestellt ist, es ist nicht durchgängig. Und das wird durch diesen gezielten Druck ausgeglichen, geöffnet. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man mit dieser Behandlungstechnik an Staudamm einreißt und das Wasser dann einfach wieder durchfließt. Und zusätzlich zu den Meridianbahnen gibt es dann, das kennt man vielleicht, die speziellen Akupunkturpunkte. Die sind bei uns im Shiatsu gleich wie in der Akupunktur selbst da, also mit den Nadeln, so wie es die Ärzte machen. Nur drucken wir halt einfach mit dem Daumen, oder mit Ellbogen und nicht mit den Nadeln. Und so ein Punkt, wenn man den behandelt, das schauen wir uns kurz an. Zuerst wird einmal da das Gelenk jetzt aufgelockert von der Schulter, um die Schulter mal zu mobilisieren, sozusagen aufzuwecken, damit einfach auch der Fluss dann auch seinen Weg findet, weil wenn ich was öffnen will, wo irgendwie alles steht, dann wird es schwer in Gang kommen. Deswegen wollen wir es vorher ein bisschen bewegen, damit so der Körper schon weiß, okay, da passiert jetzt was. Und dann suchen wir uns da jetzt einmal einen speziellen Punkt aus.
Ja. Das ist sehr gut spürbar, diese Punkte. Und das kann man sich vorstellen. Für mich ist das immer wie eine Art Muschel. Also der Punkt, der sammelt sich jetzt die Energie, der wird durch diesen konstanten, stetigen Druck geöffnet. Für mich fühlt sich das auch, wie wenn eine zugemachte Muschel sich öffnet. Und dann ist der Punkt geöffnet und die Energie, die durch den Meridian und eben auch über diese jeweiligen bestimmten Punkte durchgeht, dass die wieder frei fließt. Und so ist das einfach ein großes Ganzes.